herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. In diesem Film möchte ich euch mal sozusagen meine Travel Essentials vorstellen, die ich brauche, um meine Filme sozusagen vor Ort machen zu können. Hier ist einiges vor allem auch an Technik drin. Neben diesem Rucksack habe ich natürlich noch eine große Reisetasche. Da sind nur Klamotten drin, das ist jetzt nicht so wirklich spannend. Deswegen würde ich sagen, beschäftigen wir uns mal im Wesentlichen hier mit diesem Rucksack. Den möchte ich jetzt mal so nach und nach auspacken. Ja, eins muss ich noch dazu sagen, weil natürlich einige Produkte auch da drin sind. Das hier ist kein Video mit bezahlter Produktplatzierung, sondern es handelt sich um einen rein redaktionellen Beitrag. Und ich möchte einfach mal auspacken, was da so alles drin ist. Das geht zum Teil ein bisschen durcheinander, aber naja, wir machen ja auch ein Auspackvideo und kein Sortiervideo. Fangen wir mal an. Ich habe hier mal ein paar Kopfhörer dabei, damit man im Flugzeug oder ähnliches Musik hören kann. Weil man im Flugzeug natürlich gelegentlich auch mal versuchen möchte, etwas Ruhe zu finden, habe ich hier noch eine Schlafbrille drin. Dann muss man im Flugzeug auch ab und zu mal etwas ausfüllen, deswegen habe ich hier immer einen Kugelschreiber in Reichweite. Im Auto brauche ich natürlich immer gute Musik für insbesondere die weiten Strecken, die ich doch teilweise fahre. Wir haben hier ein Klinke-Klinke-Kabel, womit man, falls vor Ort mal, das Smartphone am Autoradio anschließen kann, um Musik zu hören. Falls das Autoradio eine USB-Buchse hat, habe ich einen MP3-Stick, USB-Stick dabei. Da habe ich den schon vorneweg ein bisschen mit Musik vollgeladen. Und damit man im Auto auch das Smartphone mal aufladen kann, habe ich hier noch so einen USB-Adapter für den Zigarettenanzünder. Und was haben wir hier vorne noch drin? Schon mal die ersten Batterien für eine Videokamera und für meinen MP3-Rekorder auch ein paar Mignon-Akkus, meistens immer 4 Stück. Das war schon das erste Fach. Wir kommen jetzt zum zweiten Fach. Da geht's los. Ich habe eine kleine Handkamera dabei, um natürlich Fotos zu machen. Das muss natürlich sein. Die ist im Übrigen auch in der Lage, Full HD aufzunehmen. Das ist immer sehr gut, wenn man mal mit einer sehr kleinen Kamera arbeiten muss. Dann kommen schon die nächsten beiden Sachen für meine berühmt-berüchtigten Ansagen. Ein Audiorekorder mit Windschutz. Kennt ihr ja alle diese Position von mir. Habe ich mir mal hier irgendwo so ein Mehrfach-USB-Ladegerät organisiert, damit man mit mehrere Geräte gleichzeitig laden kann. Dann braucht man im Ausland natürlich auch immer die typischen Spannungs- und Stromadapter, die man immer so mit sich führen muss, weil nichts auf der Welt ist einheitlich. Dann habe ich hier vorne auch immer noch mal ein Ladegerät für meine Hauptvideokamera drin. Und was kommt jetzt? Oh, ich spüre ganz, ganz viel Kabellage. Das möchte ich einfach mal so zusammenfassen unter dem Tenor USB-Kabel. Liebe Industrie, könnt ihr das nicht mal vereinheitlichen? Okay, also ganz viel USB-Anschluss. Was habe ich denn hier noch so alles drin? Ach ja, wir kommen jetzt mal so langsam, aber sicher hier so vorne zu einem kleinen Täschchen, das man so rausnehmen kann. Hier habe ich immer eine Festplatte drin. Das ist nichts Großes, das ist einfach nur eine 500 GB Festplatte. Da ich auch Full HD aufzeichne aktuell noch, braucht man nicht so viel Speicherkapazität unterwegs. Dann habe ich hier noch meistens dabei einen SD-Kartenadapter, dass man von MicroSD auf SD adaptieren kann. Und dann habe ich hier noch einen Adapter, weil ich ja mittlerweile auch unter die Drohnenflieger gegangen bin, damit man die Akkus auch als Powerbank verwenden kann. Auch den habe ich hier vorne positioniert. Hier haben wir ein kleines, sehr ultraleichtes Stativ der 18-Euro-Klasse, was man in einem bekannten Elektronik-Discounter bekommen kann. Jetzt kommen langsam die größeren Ladegeräte, die ich auch immer gerne in dieses mittlere Fach hier reinstoppe. Nämlich zum einen mal das Ladegerät für die Drohne. Das ist hier drin. Dann haben wir ein weiteres Ladegerät mit zusätzlichen Kabeln für den Notebook, den ich ja noch dabei habe zum Datenauslesen und dergleichen. Dann hätte ich hier noch im Angebot eine Brille, eine Sonnenbrille. Wir kommen weiter zum nächsten Fach, wo im Prinzip noch, oh ja, jetzt kommen die richtig guten Sachen, jetzt kommt der Good Stuff. Wir haben hier ein Autostativ, und zwar ist das immer die Konstruktion, die ich vorne in die Windschutzscheibe reinhänge, um meine Fahrten vorne von der Strecke zu machen, die ich persönlich immer besonders toll finde. Dann haben wir hier als nächstes die passende Kamera dazu, eine Samsung HMX20C, schon etwas älteres Baujahr, nimmt Full HD auf. Dann haben wir als nächstes meine Hauptkamera. Das ist eine HDR-CX-V700E. Das ist praktisch wirklich mein Arbeitstier, mit der arbeite ich die gesamte Zeit in der Hand oder auch gerne auf dem Stativ. Das besonders Tolle ist, diese Kamera hat einen sehr großen Akku und der Akku, man braucht ihn nur einmal laden und kann damit wirklich 2 Tage durcharbeiten. Das ist besonders gut, weil man natürlich insbesondere bei Flugreisen nicht immer überall Akkus laden kann. Und dann natürlich noch eine passende Schutztasche dazu, die von einem alten Objektiv stammt.
So, jetzt wird's modern. Ich bin natürlich auch unter die Drohnenflieger mal so langsam gegangen. Hier haben wir ein DJI Mavic, der natürlich besonders klein und kompakt ist. Man sieht, es ist schon einiges an Kameratechnik dabei. Dazu passend, je nachdem, braucht man entsprechende Akkus. Für diejenigen Leute, die auch Rucksäcke packen oder das Handgepäck bei Flugreisen, Lithium-Ionen-Akkus, Powerbanks bitte immer ins Handgepäck und nicht ins aufgegebene Gepäck machen. Dann haben wir hier noch die passende Fernbedienung zur Drohne. Ganz wichtig, einen Erinnerungszettel, der mich daran erinnern soll, dass ich vor Ort bei einem Location Change auf jeden Fall den Kompass kalibriere. Das ist auch immer sehr wichtig. Ich polstere das Ganze auch immer gerne noch mit einem ganz normalen Handtuch aus. Es gibt so viele Sachen, die man mit einem einfachen Handtuch machen kann. Hier drin im Rucksack dient es als Polster. Man kann es aber auch dazu verwenden, um es zum Beispiel in der Autoscheibe einzuklemmen, so als Sonnen- und Lichtschutz. Das ist auch immer noch ganz gut. Natürlich kann man es auch dazu verwenden, um sich den Schweiß von der Stirn abzuwischen. Also man kann hiermit wirklich sehr, sehr viel machen. Ich erinnere mich auch schon mal in Südafrika, ich habe es auch schon mal zum Nachpolieren der Windschutzscheibe genutzt, als ich die sauber gemacht habe, weil da sehr viele Insekten unterwegs waren. Auch das geht. Ja, dann haben wir schon dieses Fach sozusagen entleert. Wir kommen als nächstes zu den wahrscheinlich wichtigsten Travel Essentials. Und zwar hier in diesem kleinen Brustbeutel ist der Reisepass drin. Kann man den nicht ein bisschen kleiner machen? Muss der so groß sein? Egal. Ansonsten sind hier noch andere wichtige Dokumente drin, internationaler Führerschein, das ganze Zeug, was man so alles braucht. Reiseunterlagen. Hier habe ich meinen Reiseplan, den ich ausarbeite jeweils für diese Trips. Wahrscheinlich ist die Erstellung eines Reiseplans auch schon einen eigenen Film wert. Inklusive der ganzen Reservierung, alles was man so ausdruckt, auch das ist hier drin. Zu guter Letzt kommen wir noch zu einem Notebook, zur Dokumentation, auch zur schriftlichen Dokumentation der Reise. Das hier ist in dem Fall ein UMPC, also ein wirklich sehr kleiner und kompakter Rechner aus dem Hause Sony Vaio, leider schon etwas älter das Gerät, ein VGNP11Z. Ich wünschte, die Industrie würde sowas mal wieder neu bauen und hier hat man vor allem eine vernünftige Tastatur dran und man hat auch schon ein bisschen Speicher drin und vor allem gleich einen SD-Karten-Slot. Hier kann ich also gleich die ganzen Kameras auslesen, alles was man so unterwegs dann an Daten hat. Ja, das war sozusagen hier schon mein komplettes, gesamtes Unboxing-Video von meinem Rucksack, was man so alles auf Reisen dabei hat. Ja, ich hoffe, ihr habt einen kleinen kurzen Einblick bekommen von dem Zeug, was ich immer alles so mitnehme. Es ist danach ausgesucht, dass es möglichst klein und möglichst leicht ist. Ja, ansonsten, ich hoffe, das kurze Video hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns mal wieder irgendwann und irgendwo in einem fernen Land. Bis dahin, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und einen Daumen nach oben dazulassen. Tschüss!